Das soll wohl ein Witz sein. Ach du Scheiße, er ist flügellos. Ach, so ist das. Du bist auf deinen Tod vorbereitet. Ich muss mit ihm sprechen. Der einzige Weg, durch diese Tür zu gelangen, ist über meinen fetten, toten Arsch. So möge es sein. Sind keine Waffen erlaubt. Wenn wir unten angekommen sind, wird dort eine Garderobenfrau stehen. Und wenn wir Glück haben, ein Mann, der nach Waffen sucht. Und wenn wir kein Glück haben? Werden dort viele Männer sein. Kann ich Ihre... Oh mein Gott. Das verlorene Kind kehrt zurück. L'ange sans ses ailes. Bist du wegen des Kopfgeldes hier, Seraph? Sag mal, wie viele Kugeln sind in diesen Waffen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass sie ausreichen werden. Wir wollen nur mit ihnen reden. Oh ja, das glaube ich gerne. Ihr habt euch schließlich durch die Hölle gekämpft, um das zu tun. Ja, ich sag euch, was ich tue. Wenn ihr die Waffen weglegt, dann verspreche ich euch freies Geleit nach draußen. Gilt das für alle drei? Oh ja, ja. Sicher. Quelle bonne Surprise, n'est-ce pas? Wer hätte gedacht, dass wir uns schon so kurz nach unserer letzten Begegnung wiedersehen würden? Die Schicksale sind zu gütig, hm?
Und nachdem du, mein Kleiner, Judas, sie hierher gebracht hast, kann ich nur vermuten, dass die Wahrsagerin eine neue Hülle gefunden hat. Enttäuschend, aber nicht unerwartet. Ich hoffe jedoch, dass sie die Höflichkeit hat, ihre Lektion zu lernen. Um nicht zu vergessen, dass jede Handlung Konsequenzen nach sich zieht. Und wenn du mir etwas wegnimmst, dann wirst du den Preis dafür bezahlen. Sie wissen, warum wir hier sind? Na komm, was ist das denn für eine Frage? Natürlich weiß ich es. Informationen sind mein Geschäft. Manche mögen glauben, das sei ein seltsamer Zufall, aber ich nicht. Allerdings bin ich neugierig, wie Neo das Ganze möglich war. Wissen Sie es? Nein. Nein? Hatte ich auch nicht erwartet. Aber es ist immer gut nachzufragen, ne? Wir wollen einen Deal vorschlagen. Direkt und ohne Umwege zum Geschäft, Amorpheus. Okay. Ich habe etwas, das ihr wollt. Und für einen Deal müsst ihr etwas haben, das ich will. Nicht? Und ganz zufällig gibt es etwas, was ich haben will. Etwas, das ich schon haben wollte, seit ich hier angekommen bin. Es heißt, es kann nicht gestohlen werden. Es kann nur verschenkt werden. Was? Die Augen des Orakels. Aber wie ich schon sagte, es gibt keine Entrinnen vor dem Gesetz des Universums. Eben dieses Gesetz hat euch zu mir geführt. Wo manche Zufälle sehen, sehe ich Konsequenzen. Wo andere Chancen sehen, sehe ich Kosten. Bringt mir die Augen des Orakels. Und ihr bekommt ihn zurück, euren Retter. Das scheint mir ein absolut fairer und angemessener Deal zu sein. Hm? Ja? Nein? Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Sie wollen einen Deal machen? Wie wär's damit? Sie geben mir Neo, oder wir werden alle sterben, hier und jetzt. Interessanter Deal. Sie sind wirklich bereit, für diesen Mann zu sterben? Mit Sicherheit. Sie wird es tun. Wenn sie es tun muss, wird sie uns alle umbringen. Sie ist verliebt. Es ist überaus bemerkenswert, wie ähnlich das Muster der Liebe dem Muster des Wahnsinns ist. Die Zeit ist um. Also was darf sein, Mero?